Dann sage ich mal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nobby unterwegs. Wo bin ich? Ich bin in Polen. Ein Begleiter, Reinhard, hat mich eingeladen, eine Woche mit ihm an zwei Seen zu angeln. Hauptsächlich auf Karpfen. Er wird auch eine Runde auf Hecht rauslegen. Ja, und das ist jetzt hier unser Domizil. Hier schlafen wir. Ein Kamin. Das ist unser Bad. Auch eine Dusche. Also ganz ehrlich, eine Disco-Anlage. Ja, auf jeden Fall. Fürs Angeln ist es ein bisschen too much, aber was soll's. Und wenn man jetzt hier rausgeht, dann kann man hier auch ganz toll den Andernsee beangeln. Hier muss man allerdings ein bisschen außen rum laufen. Ne? Also direkt hier durch ist ein bisschen, weil hier unten fließt ein kleiner Fluss. War schon fett auf jeden Fall. Ja, und wenn das dann heute Nacht beißt, ich denke mal, dass hier auch tagsüber mal was geht. Also das wird nicht immer in der Nacht sein. Ja, dann geht's hier raus. Abends werden wir uns hier schön niederlassen. Ja, und dann können wir hier direkt angeln. Ja, und dann können wir hier den Bereich auch noch beangeln. Ja, das ist mein Begleiter Reinhard, der hier auch gerade schon seine Routen fertig macht. Was hat er denn alles mitgebracht hier? Was hast du denn mit? Oh, Frohlich. Mais. Ja, Mais ist hier teuer in Polen, tatsächlich, habe ich gehört. Warum auch immer. Und hier, boah, was sind das schön? Fischige Frankfurter. Ja. Aber die werde ich nicht fischen jetzt. Auf diese wird. Oh, die sehen gut aus, ja. Was haben wir da? Monster Crab. Oh, jo. Wir müssen erstmal testen, was hier läuft. Fischig oder fruchtig. Ich habe mir hier gleich erstmal den besten Platz gesichert, direkt hier schön unter der unten hängenden Weide. Ja, die haben ein bisschen Futter verteilt, müssen mal gucken, wie das hier so angenommen wird. Das ist halt eine Zuchtanlage und wie gesagt, wir werden mal gucken. Wir haben hier noch ein Seerosenfeld, ein schönes. Sicherlich auch ein interessanter Spot. Generell ist das hier sehr schön. Mit Wasserpflanzen. Voll. Ja, ich lege meine Routen tatsächlich hinter die letzten Seerosenfelder, die ihr da seht. Also da, wo das hier zu Ende geht. Das sehe ich daran, dass ich einfach nicht drüber fahren möchte. Auch wenn das jetzt hier nicht so die dichtesten Seerosen sind, aber man muss es ja nicht irgendwas riskieren, denn hier sind schon Karpfen drin, so bis 16 Kilo. Und wenn die dann halt hier um die Seerosen schwimmen, dann ist das auch nicht gerade weitgerecht. Auch wenn man es nicht schafft, die Videofunktion in der Nacht einzuschalten, ein schönes Foto von dem ersten Fisch der Session, den Reinhard gefangen hat, 2 Uhr nachts, das habe ich noch. Aber auch ich sollte noch nächsten Morgen 10 Uhr belohnt werden. Oh. Wir nahmen auch schon unseren ersten Fisch hier aus dem Gewässer. Er hat hier in dem Kleinen gebissen. Richtig will er nicht. Geiler Fisch, oder? Aber richtig geiler Fisch. Ja, ja. Die Katze hat auch schon Interesse dran. Die ist ein bisschen groß. Richtig schön, ja. Ja, herrlich, ne? Richtig guter Fisch. Sauber, ne? Pflicht, den zu releasen, deswegen machen wir das auch. Selbstverständlich. Wir dürfen das. Und wenn wir die Chance haben, dann machen wir das. Jetzt werde ich euch mal ein Bild zeigen, was viele von euch Karpfenanglern, die nicht im Teich geangelt haben oder noch nie an so einer Zuchtanlage eigentlich nicht kennen. Und zwar das hier. Nein, das sind keine Rotaugen, das sind Karpfen. Kleine Karpfen, die hier in dem Gewässer abgeleicht sind. Und hier sind keine Hechte und keine Raubfische drin. Na, mal so mit dem Netz hier mal durchgezogen. Boah, die sind so süß. Ja. Ja, der kleine. Ja, das ist schon mal ziemlich geil hier, so ein Zuchtteich für Karpfen. Und hier ist alles voll. Süßer kleiner Karpfen. Die sich natürlich in dem Kraut
hier richtig wohlfühlen. Da kommen sie lang gezischt. Das sind welche von diesem Jahr. Ganz frische. Aber hier sind auch 2 Kilo Karpfen drin. Hier darf man nicht angeln. Das ist ein Zuchtbereich. Würde sich wahrscheinlich auch gar nicht lohnen, weil man hier ja, ständig irgendwelche Krautsachen da irgendwie am Rick hängen hätte. Oh, das ist schon geil, ey. Alles voller kleiner Karpfen. Ne? Also da schlägt schon das Karpfenherz höher. Ne? Das sind die nächsten 50 Pfünder. Guten Morgen. Und ich habe hier schon wieder einen zappelnden Kamerad hier in meinem kleinen Bettchen. Ja, mein Schatz, du bist echt ganz schön. Also hier. Karpfenflüsterer. Ist das ein schöner Fisch? Ja. Geiler Fisch, oder? So. Du darfst jetzt wieder schwimmen. Mhm. Herrlicher. Schöner Fisch. Ja, wir haben jetzt Tag 3. Wir haben ein paar Fische gefangen. Noch nicht die Zielfische, die wir eigentlich wollten. Denn hier sind richtig große drin. Gerade in dem See hier. Wir haben hier noch einen anderen Angler, der sitzt da. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Da hinten und angelt eigentlich da am Hotspot, da hinten an den Bäumen, weil so viele Hotspots gibt es hier eigentlich nie. Und auch der hat die Nacht nichts gefangen. Ich habe wie gesagt den relativ schönen 8 Kilo Two-Tone-Spiegler gefangen. Aber das war schon ganz okay und einen habe ich wieder verloren, mal wieder. Hier selber am Seerosenfeld habe ich auch gelegen. Ich muss ja von da hinten fischen, das ist auch eine ziemliche Dings. So ein ziemlich dummer Winkel. Ging aber auch nichts. Da hatte ich mal einen Trotrig drauf, weil hier es doch recht schlammig ist. Da hatte ich einen Trotrig mit einem Pop-Up. Ging überhaupt nichts. Und generell ist hier momentan echt so ein bisschen Flaute. In dem anderen Teich. Hier seht ihr ja, ist auch so ein bisschen für Kinder und so, ne? Hier in dem anderen Teich. Da sprang heute richtig, da ging es heute richtig ab. Da sprang hier wirklich im Minutentakt sprang hier die Karpfen. Und Reini hat sich entschieden, hier sein Rodport hier jetzt noch aufzubauen. Um vielleicht hier noch einen oder anderen Fisch mitzunehmen. Aber auch da tat sich jetzt tagsüber bislang gar nichts. Da müssen wir erst bis in die Nacht warten. Und da ist hinten diese Kante, wo die Fische interessant, wo die Fische gesprungen sind. Letzte Woche waren hier 30 Grad. Und Samstag waren dann nur noch 12. Und bringt es dann die Fische manchmal dazu, einfach ja, nicht mehr so aktiv zu fressen. Die Wassertemperatur ist hier 16 Grad. Anfang September werden wir in unserem Baggersee noch 20 haben, ist sie hier richtig abgesackt. Ja, und wie gesagt, hier, das ist der Spot, wo bis jetzt jede Nacht was gebissen hat. Ich habe hier auch 2 Ruten liegen, macht man eigentlich nicht. Aber. Wie gesagt, sind beide abgelaufen. Ja. Da haben wir auch schon den ersten Fisch der Nacht. Das heißt, der erste, wahrscheinlich auch der letzte. Ne? Wir haben es schon fast morgens. Zeigen. Der ist nicht so groß. Ja, aber ein schön hochrückiger ist das. Ja, aber geht gleich wieder zurück. Und das kann ich wieder. Okay. Na, schöner hochrückiger, ne? Gehst zurück.
gebracht. Der konnte es nicht fassen. Und der ist nicht ganz so klein wie die anderen bis jetzt. Muss ich erstmal ein bisschen hier rumgehen. So. Das ist ein Fisch, oder? Das ist endlich mal ein richtig, boah, so ein Fisch, wie ich erwartet habe. Guck euch mal das Paddel an. Nach den zwei Fischen die Nacht ging nichts mehr. Und wie ihr seht, gleich dieser See eigentlich, sieht eigentlich fast aus wie im Winter. Tot? Also, ja, die Fische beißen nicht. Zumindest das über hier nicht. Und wir haben uns dazu entschlossen, noch 100 Kilometer weiterzufahren an den anderen See. Der liegt in Tuplice, auch hier in Polen. Da werden wir vielleicht noch eine oder zwei Nächte verbringen und hoffen, dass wir da noch den einen oder anderen Fisch überlisten können. So die richtig großen Fische, die hier drin sind, so, also wirklich bis 50 Pfund, ja, die haben wir nicht an den Haken gekriegt. Wir hatten einen schönen, der war 11 Kilo, wir hatten 9,3 Kilo. Ja, mein Begleiter, der hat am ersten Abend den einen Fisch gehabt, einen schönen Spiegelkarpfen, aber so um die 6, 7 Kilo. Und seitdem kein Biss mehr. Also es ist wirklich sehr schleppend, auch hier unser Kamerad, der da hinten auf dem Stegen sitzt. Der hat auch die Nacht keinen einzigen Fisch. Ja, also es ist dafür, dass der See angeblich so gut besetzt sein soll, scheint es einfach so zu sein, dass die Fische nicht fressen. Ne? Ja, diese Wetterkapriolen, die bringen gerade in so flachen Gewässern doch manchmal eine richtige Beißstache. Ne? Ja, ich hoffe dann, wie gesagt, dass wir dann in dem anderen See vielleicht noch Glück haben. Aber letztendlich mache ich mir da auch nicht so viel Hoffnung. Denn, ja, was soll man sagen? Ja, warum soll das da viel anders sein als hier auch? Ne? Und manchmal muss ich mir so überlegen, wenn ich in so meinen Baggerseen angel, wo kaum Karpfen drin sind, und man fängt da trotzdem seine Fische, oder manchmal sogar zwei, drei Stück die Nacht, dann weiß man manchmal, was er für ein Glück hat und was man für gute Wetterbedingungen erwischt hat. Natürlich kann man da auch wochenlang ohne Fisch sitzen. Aber das ist schon krass. Also für den Besatz, der hier drin ist, müsste es eigentlich viel, viel, viel mehr beißen. Ja, auch so an Gildern liegt es definitiv auch nicht. Also ich habe jetzt vier oder fünf Fische gefangen. Und alle mit Tigernuss. Die Boilie-Routen, die gingen gar nicht. Und habe dann alles auf Tigernuss umgestellt. Und dann biss wenigstens so ein bisschen was. Ja, also mit den Boilies laufen hier auch irgendwie überhaupt nicht. Ne? Auch Pop-Ups habe ich probiert. Ich habe Whizzy Pool Rig probiert. Ich habe Chot Rigs probiert, weil es ja hier sehr schlammig ist auch. Aber da ging gar nichts drauf auf die Pop-Ups. Ja, wie gesagt, nur Tigernuss aufgepoppt, also so ein bisschen ausbalanciert mit einem Fake-Maiskorn, einem Pop-Up-Fake-Maiskorn. Das lief hier zumindest nachts einigermaßen. Naja, aber ich melde mich dann wieder, wenn wir in Tuplice sind, und dann gucken wir mal, wie die Anlage aussieht. Und dann habt ihr wenigstens noch so ein bisschen Beeindrücke auch mal von einer anderen Anlage hier in Polen. Ich denke mal, das war hier schon ganz, ganz nett, ne? So mit diesen Zimmern und dass man halt dann direkt da von der Terrasse raus angeln kann. Aber nützt ja auch nichts, wenn nichts beißt. Ne? Ja, dann sag ich mal bis dahin. Und weil der Film sonst zu lang geworden wäre, habe ich mich dazu entschlossen, einen zweiten Teil zu machen. Den seht ihr dann im Anschluss. Beziehungsweise immer freitags 18.30 Uhr auf meinem Kanal. Ich würde mich natürlich freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn ich euch ein bisschen auch eine Hilfe geben konnte, wenn ihr selber mal nach Polen fahren wollt zum Karpfenangeln. Und wenn euch das eine Hilfe war, abonniert meinen Kanal, gebt mir ein Like. Würde ich mich sehr drüber freuen. Dann sage ich schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Nobby.